Linolfarbensortiment College Linol von Schminke wurde auf 12 Farbtöne in Studienqualität erweitert. Wir möchten diese Farben heute vorstellen, denn die Technik des Linoldrucks wird immer beliebter. Auch Einsteiger trauen sich immer häufiger an diese kreative Technik, um zum Beispiel selbstgeschnitzte Stempel und Platten zum Postkartendruck zu nutzen. Und auch in Schulen ist der Linoldruck ein immer wiederkehrender Lehrinhalt. Deswegen hat Schminke die beliebte College Linol, die sich ideal für didaktische Zwecke eignet, jetzt zu einem kompakten Sortiment bestehend aus 12 Farbtönen erweitert. Die 12 Farbtöne bestehen aus 9 Standardtönen sowie als Besonderheit 3 Neontönen. Die 3 Neon-Farbtöne bieten dabei eine frische Ergänzung für besonders leuchtende Druckergebnisse. Dies sind die Töne Neongelb, Neonorange und Neonmagenta. Alle Farbtöne gibt es in 75 ml Kunststofftuben, weiß und schwarz, zusätzlich auch in 237 ml Tiegeln. Außerdem gibt es ein Kartonset mit 5 75 ml Tuben in neuem Design. Zum Schnitzen eignet sich ein herkömmliches Linol-Schnitzwerkzeug. Als Druckplatten sind entweder Gummiplatten oder klassische Linolplatten zu empfehlen. Und als Papiere eignen sich glatte Oberflächen in etwas höherer Stärke oder Postkarten ideal. Die College Linol ist erfreulicherweise eine geruchsarme Linoldruckfarbe auf Wasserbasis. Die Druckergebnisse werden sehr gleichmäßig bei Flächen wie auch bei kleinen Details. Alle Farben sind gut untereinander und mit den Schminke Aqua Linoldruckfarben mischbar. Sie können auch mit den Schminke Lino Hilfsmitteln für besondere Effekte kombiniert werden. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der College Linol ist ein weiterer Pluspunkt, der nicht nur Einsteiger und Schulen dazu anregt, diese brillanten Druckfarben zu nutzen. Wir empfehlen, einfach mal auszuprobieren, wie schön und brillant die Druckergebnisse mit Schminke College Linol werden. Viel Spaß damit!